Hallo Leute und willkommen hier bei Me Applecat. Ich begrüße alle 40 Zuschauer dieses Videos, denn ich weiß, Metal Earth, ja, das bekommt nicht hier die großen Klicks, aber dennoch habe ich hier ein sehr schönes Modell, einen sehr schönen Bausatz von der Star Wars Reihe mit R2-D2 und C-3PO. Den habe ich übrigens zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe mich sehr darüber gefreut und den baue ich heute mit euch zusammen. Sehr gut formuliert. Also, wir schauen direkt mal, was hier alles drin steckt. Eine sehr ausführliche Anleitung. Wir haben insgesamt 6 Metallplatten, aus denen dann die ganzen Teile herausgetrennt werden müssen. Und insgesamt ja, 3 einzelne Bögen mit Anleitung. Und hier kann man schon das Gesicht von C3PO sehen. Ihr seht, das Ganze ist mehrfarbig. Natürlich in Gold, dann noch in Rot für den roten Arm von C3PO. Und noch einmal dann natürlich ganz regulär in Silber, woraus dann auch hauptsächlich R2-D2 gebaut wird. Allerdings kein schnödes, normales Silber, denn auch das ist noch teilweise koloriert mit blauen Akzenten und man sieht hier so eine Used-Optik. Also dieser R2-D2 hier, der ist schon stark gebraucht und hat eben auch dieses Weathering. Also der sieht verwittert und etwas verbraucht schon aus. Finde ich sehr interessant und sehr schön und bin absolut gespannt, wie das Ganze dann hier zusammengebaut aussehen wird. Und damit das hier nicht ewig lange dauert für euch, habe ich das natürlich dann im Zeitraffer aufgenommen. Denn ich habe hier 2 Abende dran gesessen und ich schätze mal 4 bis 5 Stunden habe ich wahrscheinlich gebraucht. Ich habe die Zeit nicht wirklich gemessen, aber so Pi mal Daumen. Und dann seht ihr schon, wie es hier direkt losgeht. Und angefangen habe ich mit R2-D2. Eigentlich dachte ich, der wird relativ schwierig werden, aber der war relativ einfach doch zusammenzubauen. Hier seht ihr schon den Kopf, den ich hier zusammengesetzt habe. Könnte natürlich auch ein bisschen runder sein, aber für Metal Earth, finde ich, ist das hier eine schöne Rundung mit dem Blau. Das gefällt mir auch ausgesprochen gut. Und die kleinen Details, die man hier noch draufgebracht hat. Also ich muss sagen, damit war ich schon wirklich zufrieden. Aber das war natürlich erst der Anfang. Weiter ging's und mit Hilfe eines Lichtschwertes habe ich dann hier den Körper zurechtgebogen, der aus 2 Teilen dann zusammengesetzt wird. Natürlich, das Schwierigste ist immer, die schönen Rundungen hinzubekommen, aber ist mir hier ganz gut gelungen. Ihr seht, wir haben auch so Inlays, also von hinten wurden da Teile angebracht, um eine gewisse Tiefe reinzubringen in die ganzen Details. Und allein vom Detailgrad her insgesamt gefällt mir dieses Set hier wirklich sehr gut. Ihr seht, nicht perfekt rund geworden, aber es passt schon, es passt schon. Also, das war dann der Körper und weiter ging es dann mit dem Zusammenbau. Ich hatte hier ein bisschen Respekt vor. Es gibt den R2 ja auch separat, allerdings ist der dann nicht bunt oder farbig noch gehalten, sondern ganz einfarbig. Und ich dachte immer, oh je, mit Rundungen und so ist er immer ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, es hat ganz gut funktioniert. Man braucht halt immer so ein paar, ja, paar Hilfen. Und hier seht ihr schon, was als nächstes dran kam. Das ist der Standfuß, dieser mittlere Standfuß, mit dem er auch angetrieben wird. Den habe ich jetzt hier schon dran gebaut. Auch hier viele kleine Details mit dran und wirkt alles sehr solide und stabil. Also hier wackelt und rappelt nichts, also hält alles wirklich sehr gut. Was ich sagen wollte, ihr braucht auf jeden Fall Hilfsmittel. Pinzette, klar, Grundvoraussetzung. Verschiedene Stifte in verschiedenen Dicken, um diese verschiedenen Rundungsteile drüber zu biegen. Absolut, das hilft euch ganz, ganz enorm. Und auch für die Körperteile und sowas hilft auch immer, wenn man irgendwas in der Dicke von einem Besenstiel oder so hat, damit man eben diese Metalle auch ordentlich bearbeiten kann und dann ordentliche Rundungen reinbringen kann. Hier seht ihr schon einen der beiden seitlichen Standfüße von R2-D2, der jetzt hier zusammengebaut ist, auch wieder mit den blauen, mit den blauen Verzierungen, der blauen Farbe. Und sieht auch sehr ordentlich aus. Natürlich, auf einem Bein lässt sich schlecht stehen, also habe ich hier direkt mal noch den zweiten gebaut. Und damit habe ich im Prinzip schon die ganzen Einzelteile von R2 soweit zusammen. Also Kopf, Torso, die beiden Beine und das Antriebsbein. Anschließend nur noch die Teile dann verbinden. Und das war auch gar nicht so schwer. Ich muss sagen, R2 hatte wenige Fallstricke. Es gibt ja immer so ein paar Teile, die echt fummelig sein können. Aber hier bei R2-D2, jo, das hat gut funktioniert. Nachher bei C3PO, da waren ein paar Teile schon etwas kniffliger. Und hier seht ihr schon den fertigen R2-D2. Ich habe ihn schon auf die Standplatte draufgesetzt und daran befestigt. Und ich finde den wirklich sehr, sehr schön. Da hat Metal Earth ein schönes Modell rausgebracht. Sehr detailliert, hat auch alles ziemlich gut zusammengepasst und auch mit diesen farbigen Akzenten. Ja, ne, finde ich sehr, sehr schön. Ist natürlich auch nicht das günstigste Metal Earth Kit, kostet so um die 35, 36 Euro. Aber schaut es euch an, es sieht doch wirklich sehr schön aus.
So, und weil ich gerade so einen guten Lauf hatte, mache ich mit dem Kollegen hier weiter. Das platte Gesicht von C3PO. Und das war schon erster Fummelpunkt gewesen. Also den Kopf hier wirklich gut hinzubiegen und alles passgenau hinzubekommen. Da habe ich, wie man hier im Zeitraffer sehen kann, echt fummeln müssen. Das war nicht ganz so einfach, aber vom Endergebnis muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden oder bin ich eigentlich sehr zufrieden. Und schaut mal her, wenn man hier reindrückt, da kann man dann die Augen nochmal einstellen und er wackelt etwas mit den Augen. Also, wenn man es erstmal zurechtgebogen hat, was nicht ganz so einfach war, dann finde ich den Kopf hier wirklich schön. Als nächstes kommt dann natürlich nochmal der Hinterkopf an die Reihe, denn so ein Flachkopf war C3PO ja nicht gerade. Und das ist jetzt der Kopf hier komplett fertig zusammengebaut. Vorderseite, Rückseite sind eben zwei Teile. Da mitten drin ist dann noch eine Verbindungsplatte und natürlich noch ein extra Teil für die Augen. Und dann ging es hier direkt weiter. Wir fangen nicht weiter oben mehr an, sondern weiter unten, denn ich habe hier als nächstes mal Fuß und Schienbein zusammengebaut. Und das eine kann ich direkt sagen, die Beine oder sagen wir mal die untere Sektion, die gefällt mir ausgesprochen gut bei dem C3PO Modell. Das passt alles richtig gut zusammen, es lässt sich relativ leicht verbinden und ist vor allem echt solide, da wackelt gar nichts, also es fühlt sich nicht instabil an. Das fand ich wirklich ausgesprochen gut. Das Einzige, was hier ein bisschen knifflig war, war hier dieses runde Knieteil, denn das ist doch schon aus einigen Teilen zusammengesetzt. Man kann es so gar nicht mehr genau erkennen. Das waren, glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 verschiedene Teile, die hier allein dieses Knieteil bilden. Aber wenn alles mal zusammengebaut ist, könnt ihr sehen, ein sehr schönes Bein von C3PO. Und das zweite habe ich direkt mal so offline quasi hinterher gebaut, denn zweimal das gleiche muss ich euch ja nicht zeigen. Hier haben wir also die beiden fertiggestellten Beine von unserem schönen Übersetzungsdroiden und ein schönes Ergebnis. Und dann kann es hier auch gleich weitergehen, beziehungsweise ich habe hier für den ersten Abend mal Pause gemacht. Also Bauabschnitt 1 für mich beendet, die beiden Beine sind fertig, der Kopf von C3PO ist soweit fertiggestellt. Und natürlich R2-D2 schon komplett fertig. Und ja, dann habe ich erstmal eine Pause gemacht und am nächsten Abend ging das Ganze dann weiter. Und dann habe ich mit dem zweiten Arm losgelegt, mit dem roten Arm. Das war noch aus, wo war denn das noch her? War das aus der neuen Trilogie oder aus den Prequels, glaube ich, wo er den roten Arm hatte? Oder war das, Gott, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, da habt ihr es, der rote Arm, der ja nachträglich dann ersetzt wurde. Deswegen dann der Farbunterschied. Und der ging eigentlich auch relativ gut. Etwas frickelig war das mit dem Zusammensetzen von Ober- und Unterarm, dass das an dem Ellbogen alles gut gepasst hat. Aber insgesamt hat gut funktioniert und war relativ problemlos. Dann habe ich hier mit dem Torso angefangen. Und da seht ihr schon, das Teil ist jetzt zusammengesetzt aus insgesamt drei Teilen. Also dieser obere Bogen, dann das Brustteil und auf dem Brustteil ist noch ein kleines rundes Teilchen genau in die Mitte reingesetzt. Wenn man es richtig zurechtbiegt, wie gesagt, die Hilfsmittel habe ich euch eben schon gesagt, hat das hier eigentlich echt gut funktioniert und dann konnte ich direkt weitermachen. Also Stück für Stück baut sich hier der Droide zusammen und ihr seht schon, den zweiten Arm habe ich auch schon fertig. Der Kopf ist schon draufgesetzt. Und jetzt geht es wirklich relativ flott, die Armstellung, wer das bemerkt, die habe ich etwas geändert vom rechten Arm. Natürlich absolut freiwillig, also ich habe mich da verbaut, aber ich finde, sieht eigentlich doch ganz nett aus. Von daher habe ich es einfach so gelassen. Hier ist das komplette Unterteil zusammengebaut. Wie gesagt, das gefällt mir ausgesprochen gut. Sehr solide, sehr fest, da wackelt gar nichts, wenn man das mal zusammengefummelt hat, was etwas schwierig wird, gerade wenn ihr die Beine dann am Torso befestigt, müsst ihr nämlich mit der Pinzette hier reingehen und da die Laschen rumbiegen und knicken. Aber alles machbar mit Geduld und etwas Ruhe. Und wer für fummelige Arbeiten ein Händchen hat, der kriegt das hier auf jeden Fall hin. Zum Schluss ist mir hier leider nochmal der Kopf abgefallen, denn der war, nicht ganz so toll befestigt, muss ich sagen. Der war nicht so gut befestigt wie sonst die ganzen Teile, sondern das war nur an so einer Knicklasche irgendwie. Egal, ist abgefallen, habe ich dann, hört nicht so genau hin, habe ich festgeklebt mit Metallkleber den Kopf. Dann passt das Ganze schon und auf die Metallplatine draufgesetzt. Und da stehen die beiden Freunde, R2-D2 und C3PO. Eine sehr schöne Geschenkidee. Wie gesagt, ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen, habe mich sehr drüber gefreut und bin erst jetzt dazu gekommen, das Teil mal zusammenzubauen.
Aber das Ergebnis, ja, eine sehr schöne Zierde, macht sich wunderbar in meiner Star Wars Sammlung. Die beiden Droiden, wunderbar in Metall. Die Farben gefallen mir besonders gut. Das Gold und das Rot und auch die Farben von R2-D2. Also ein sehr, sehr schönes Modell für um die 36 Euro. Wenn ihr auch Bock darauf habt, ich verlinke euch das Teil hier unten. Dann könnt ihr direkt über Amazon dieses Set hier kaufen und selbst mal zusammenbauen. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wenn ihr das auch geschafft habt und habt ihr auch komische Armstellungen dabei gemacht. Freiwillig oder unfreiwillig, wie ich jetzt. Auf jeden Fall sehr, sehr schönes Modell. Und wer noch mehr sehen will hier aus meiner Metal Earth Zusammenbauserie, die sich ja eh keiner anguckt, der kann hier unten in den Link klicken. Da habe ich die Playlist. Und sage erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Sehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal hier bei Meeplecat. Macht es gut!